Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Prisentour. Mhm. Die Juliane, eine Zuschauerin von uns, Jule, hat sich bereit erklärt, uns hier so ein bisschen rumzuführen, was sehr cool ist. Und ja, wir sind jetzt hier so ein bisschen auf der Spur nach Rebecca Reusch. Könnte das hier passiert sein, ja oder nein? Bernie ist an der Kamera. Und wir zeigen euch jetzt erstmal hier die Sickergruben. Und Jule wird uns jetzt so ein bisschen auch erklären, wo hier vielleicht auch die Feinheiten sind. Also was schon mal auffällig ist, hier ist ja auch eine sehr lange Straße. Mhm. Und man sieht, wir sind am helllichten Tag, am Feiertag in Brandenburg, komplett alleine. Ja, genau. Und dann auf dem Februar, an einem frühen Morgen, ne, da kann man schon sehr gut Sachen verschwinden lassen. Na, aber ich glaube, da kommen auch noch nicht mal irgendwelche mit dem Hund hier vorbei, oder? Spaziergänger. Nee, das ist zu weit. Ja, hm. Ja, ja. Halbriesen ist ja jetzt gute 2 Kilometer. Hier war ja irgendwo, hattest du gesagt, ein Loch. Mann. Genau, hier ist ein Loch. Genau. Wo man jetzt drüber mutmaßen könnte, ob das jetzt vor knapp 6 Jahren, ist es ja bald schon, auch schon da war. Aber es sieht so aus, als könnte es sein, weil diese Stangen sind ja schon recht rostig. Ja. Und jetzt könnte man drüber mutmaßen, warum gibt es das? Vielleicht für die Tiere, die sich da drin verlaufen und dann irgendwie raus wollen? Oder vielleicht auch für andere Sachen, keine Ahnung. Aber da, für die Menschen gibt es ja hier normale Tore gegenüber. Ja. Aber es würde sich eigentlich meines Erachtens schon anbieten, hier jemanden zu verbringen. Und hast du da aber dass derjenige, der hier was verbringen will, dieses Loch auf die Schnelle gemacht hat, glaube ich nicht. Nee. Dafür sieht es zu sauber aus. Ja, genau. Wenn man jetzt mal genauer hinguckt. Nee. Das heißt, eventuell ist es von Anfang an drin. Für was auch immer gedacht. Wie du schon sagtest, vielleicht für irgendwelche Tiere, die da durchschlupfen. Weil das ja ziemlich lang gezogen ist, wenn Tiere auf die andere Seite wollen, dass die halt hier einen Durchschlupf haben. Genau, auf der anderen Seite wird das genauso sein, denke ich mir mal. Ja. Aber wenn man das dann weiß, dass das so ist, dann wäre es schon sehr interessant. Wir wollen natürlich dieses Grundstück hier nicht betreten. Dazu haben wir kein Recht drauf, weil die Türen sind verschlossen, nehme ich mal an. Ne? Ja. Und deswegen werden wir uns nicht hier durch dieses Dings hier machen. Dafür haben wir was dabei, nämlich unsere liebe Drohne. So sieht's aus. Und das sollte eigentlich erlaubt sein, dass wir mal mit der Drohne da reinfliegen. Oder wir haben theoretisch ja auch dann im Internet was gefunden, was wir jetzt einfach rüberlegen. Was drüberlegen? Ja, diese Aufnahmen, die nicht von uns sind. Nein, aber rein theoretisch, was ich ganz spannend finde, du meintest, das ist ja hier alles mit Regenwasser. Regenwasser, genau. Und Wasser aus der Umgebung wird hier halt angesammelt, ne? Dann durch so eine meterdicke Schicht ungefähr gefiltert und dann geht es ins Wasserwerk. Wie tief ist das denn, diese? Mein Vater meinte circa einen Meter. Was ist jetzt ein Meter? Ich weiß nicht, wie. Also da jetzt einen Körper dann reinzumachen. Du, im Moor wird es noch unmöglicher. Ja? Ja, da ist gar nichts mehr, so wie man sich Moor vorstellt. Nee, das ist klar, aber das ganze Gebiet, das Kliniger Moor, dass der Boden da ein bisschen weich ist, das dass man da, ja. Ne, dass man, da werden wir auch gleich nochmal hinfahren. Ja. Während ihr das hier seht, wo ich nur rede und wie wir reden, da seht ihr schon die Drohnenaufnahmen. Die werde ich dann genau, ja. Und da kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, wie groß die Fläche ist. Ja. Also ich kann das jetzt schlecht schätzen, aber das ist ja bestimmt ein Kilometer, oder? Ich hatte das mal nachgemessen. Von Anfang ich bis zum Ende? 1,2 oder so, ja. Ja. Ist schon ordentlich. Ja, das ist schon. Also das geht ja in beide Richtungen jetzt quasi noch mal so lang. Das könnten schon ein paar hundert Meter sind es auf jeden Fall. Ja, ja. Und so, wenn man dann hier jetzt mal guckt, hier unten ist ja die Autobahn. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind genau hier. Genau da stehen wir in dem Kreis. Okay. Und laut der Aussage kam der ja vom Wasserwerk angerast, ne, über die Autobahnbrücke und ist dann um irgendeine Kurve rum. Das kann ja dann bloß hier irgendwo sein, wo wir jetzt stehen, Ja. Da hinten würde auch noch gehen, da geht es dann
zu dem Gliedingsee, genau. Okay. Mhm. Also hier irgendwo hat der eine Zeuge, ne, kann man Zeuge sagen, ne, ja. Oder Zeugin. Ach so, du meinst jetzt den Fahrer, ja. Genau, genau. Den Fahrer, der hier wohl nach einer oder während einer Probefahrt mit einem Auto aus der Werkstatt gestanden hat und eine geraucht hat. Mhm. Dann soll der, wie gesagt, da jetzt, wo mein Auto steht, aus dieser Richtung ist das Wasserwerk und die Sickert oben. Mhm. Auch diese kleine Autobahnüberfahrt, ne, die Brücke, die über die Autobahn geht, von dort gekommen sein und hierher gerast sein. Genau. Hier um diese Ecke, um diese Kurve und dann wieder Richtung Briesen rein. Theoretisch okay. Alles möglich, ne? Ja. Gut, dann fahren wir jetzt mal Dieningmoor. Ja, wir sind jetzt am nördlichen Rand vom Gliedingmoor. Mhm. Es sieht sehr waldig aus. Ich habe es mir auch mooriger vorgestellt, aber wir sind in der Tat jetzt dort. Und ihr seht, hier fährt auch eine Bahn lang. Die Bernie jetzt hier mit drauf hat. Und Jule wird uns jetzt hier gleich noch mal zeigen auf der Karte, wo wir jetzt hier konkret sind und ob man sich das hier vorstellen könnte. Fakt ist, wenn man sich jetzt hier das Gebiet anguckt, wir werden gleich vielleicht so ein paar Aufnahmen auch noch mal rüberlegen, könnte das hier vielleicht schon sein. So, ja? Julia, erklär noch mal, wo wir sind jetzt. Also wir sind jetzt von hier oben gekommen, an der Hundepension vorbei, hier an den Schienen lang gefahren. Genau. In etwa hier stehen wir jetzt so. Warte, hier haben wir das da tote Fliege. Nee, das nee, alles gut. Alles ist gut? Wieder weg. Die okay. War nicht tot. So. Genau, ja, Gliedingmoor, wie gesagt. Hier unten wurde mal Torf abgebaut, deswegen würde ich das eher ausschließen. Mhm. Und wir werden uns jetzt hier oben mal so ein bisschen in der Gegend umschauen. Und wir stehen oben am Rand, ne? Genau, in etwa hier müssten wir sein. Genau. Mhm. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen rein. Mhm. Und es wäre ja, wie gesagt, wenn man was ablegen will oder muss oder wie auch immer, macht es nur Sinn, wo man mit dem Auto in die Nähe mit hier reinkommt. Genau, das war damit hier man auch schnell wieder wegkommt. Das war auch hier mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, mit dem Auto ranzufahren. Und jetzt gucken wir uns einfach mal hier dieses Gebiet an. Genau, du kannst ja auch mal so ein bisschen filmen hier, ja, genau. Wie die Gegebenheiten sind. Also es ist jetzt zwar Herbst, aber ich würde sagen, im Winter sieht es dann vielleicht auch nicht viel großartig anders aus, außer dass nicht mehr ganz so viel Laub vielleicht zu sehen ist. Aber also die ganzen Äste, die abgebrochen sind. Also jetzt, ich merke ja auch, du merkst den Boden hier. Ist weich, ja. Der ist weich, sehr, ja. Sehr weich, ne? Ja. Gut, der ist jetzt auch ziemlich durchnässt, aber das könnte doch im Februar ja ähnlich sein. Wir sind jetzt am Gliedingmoor und gehen jetzt mal durch. Du führst uns, du bist ja hier eigentlich zu Hause. Quasi, ja. Du musst uns jetzt hier mal ein bisschen führen, damit wir uns hier nicht im Moor verlaufen. Aber man sieht, es ist hier auch... Ja, sehr weich, ne? Ja, alles sehr weich und Treckerbetrieb. Ja, also man sollte auf jeden Fall keine weißen Schuhe anziehen. Habe ich geschrieben, glaube ich. Ja. Also theoretisch kommt das hier schon in Frage. Hier ist auch noch mal ein Weg, den man langfahren könnte. Mhm. Ja, aber jetzt, wie gesagt, dann gehen wir davon aus, es wird wahrscheinlich nicht hier gewesen sein. Aber jetzt mal rein theoretisch, Boden ist weich. Wenn du jemanden dabei hast, ob leicht oder nicht leicht, und du musst den irgendwie Huckepack nehmen, dann willst du nicht hunderte Meter in den Wald reinlaufen. Ja, richtig. Und deswegen, wir werden ja gleich die Drohne hier auch nochmal aufsteigen lassen. Ja. Um dann nochmal ein bisschen von 20, 30 Metern Höhe das hier nochmal zu zeigen. Weil wir nicht lieber da hinten, da ist ein bisschen Licht da. Da ja. Können wir sie besser aufsteigen lassen, denke ich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja von Gebieten geredet, wo man da, man kann ja, hier auch noch reingefahren sein. Ne? Ja. Ja. Gut, dann ja. Laufen wir mal 100 Meter rein. Ja. Da ist auf jeden Fall ein ziemlicher Acker. Ja. Aber rein theoretisch, wie gesagt. Viele Möglichkeiten.
gibt es hier Dutzende, Hunderte, Tausende Möglichkeiten. Ja, das ist also, oh Gott. Ja. Wie gesagt, überall merkst du, wie weich der Boden ist. Ja. Ja. Jetzt mal nur mal als Beispiel, ja? Wirklich als Beispiel. Du machst das mal kurz weg, buddelst da was, ja, machst wieder zu und wieder den Baumstamm den drauf. Ja? Ja. Das fällt doch niemanden auf. Eben, ja. Null fällt das auf. Ja. Hier oder? Läuft ja auch kein Schwein vorbei eigentlich. Guck mal hier, wie tief du hier einsinkst. Boah, wie tief du hier einsinkst. Ja. Der Boden ist hier total locker. Unglaublich. Ne? Du machst hier ein bisschen schwer, okay, aber geht. Mit beiden Händen schaffst du das schon. Buttelst da ein bisschen Erde wieder drauf, Baumdings drauf. Da geht doch keiner hin und hebt das Ding auf und guckt. Ja. Da liegt, da kannst du jahrelang jemanden hinlegen. Das fällt nicht auf. Außer es kommt ein Wildschwein oder andere Tiere, die butteln da, weil sie irgendwas schnuppern. Ich weiß es nicht. Na, bis dahin ist dann vielleicht aber jetzt dann auch die Bodenbeschaffenheit, also das ist ja. Naja. Könnte passen. Wenn du jetzt an den Boden, an den Lauben denkst. Ja, das war auf jeden Fall, finde ich auch. Das war richtig. Also vom Bauchgefühl finde ich auch, dass das hier tendenziell, also das ist jetzt nur mein Bauchgefühl, besser passt als da bei den Lauben. Weil die Lauben waren auch sehr offen, viel mehr Menschen. Also hier haben wir auch auf den Weg geguckt. Wir haben eine Frau, die auf dem Weg zum Pilze sammeln war, vermutlich gesehen. Ansonsten fährt hier ab und zu mal ein Zug lang. Und ja, man sieht ja hier auch, es ist Feiertag in Brandenburg und es ist kein Mensch. Ja gut, jetzt gut, an dem Montag war auch kein Feiertag, aber trotzdem. Aber da waren mehr Menschen. Der verläuft sich hier. Also wenn du hier was verstecken willst. Wir können ja mal hier drüben gucken, das sieht ein bisschen aus, als wäre da noch ein Schluck Wasser übrig. Ne? Das sieht. Mal gucken. Ja, und weil viele ja auch immer sagen, so im Winter mit dem Frost, mit dem Frost im Wald, der Frost kommt ja gar nicht so schnell in den Wald, ne? Und das soll wohl auch recht mild gewesen sein damals zu der Zeit. Oh mein Gott, ey. Was hast du denn? Musst du aufpassen. Ja, hier muss man aufpassen. Gleich bin ich weg, blub. Wer sagt feste Schuhwerk? Du kommst gar nicht voran. Na, was das hab ich zum Stampfen. Dass man sich auch die Haxen bricht. So, was ist denn dit? Das sieht noch ein bisschen grüner da aus. Ja, wahrscheinlich der letzte Tropfen. Vom Moor. Habt ihr ein Seil dabei? Ein Seil? Ja, wenn ich hier einsinke, dass ihr mich retten könnt. Aua. Was ist das denn hier? Ja, rein theoretisch auch hier, ne? Ja. Wow. Also hier sinkt man richtig ein. Meinst du? Also jetzt nicht versinken, aber. Ah, hier guck mal, hier, das sieht schon mehr sinkerig aus. Wohl, nee. Ja, hier kann man auch mal die Drohne. Hier ist richtig. Hört man das? Ja. Ich fliege gleich mal mit der Drohne hier drüber. Ja. Also ich glaube wirklich, wenn man hier rintritt, kommt man so schnell nicht mehr raus. Das ist ja hier. Oh ja. Oh ja. Ja. Du versinkst ja richtig, ne? Ja. Ja, dann lass doch mal steigen, die Drohne. Ja. Ja, ist wirklich, David, ist richtig. Eklig. Ich habe hier noch meine Turnschuhe an, wie ein Profi. Ich habe dir gesagt, es ist finde ich hier schon
möglich. Ja, absolut. Also hier ist so viel an Möglichkeiten, wie ja, ich es bei den Lauben halt nicht gesehen habe, finde ich. Ne? Ja. Also schon abgefahren. Und jetzt müssten wir nochmal die Drohnenaufnahmen mal rüberlegen über unsere Stimmen und die Eindrücke. Damit man das vielleicht mal von oben auch sieht. Ich weiß nicht, wie wir das starten wollen. Wir können ja mal tauschen oder so. Ja. Kann auch mal warten. Oder ich kann es ja mal versuchen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich will es auch mal probieren. Die Kamera läuft. Moment. Schwupps. Schwupps. Seht ihr mal Bernie hier in Aktion? Ja, ich weiß nicht, wo man die hier. Wir haben keinen festen Untergrund hier. Ich brauche ein bisschen festen Untergrund. Ja, dann gehen wir wieder auf unserem Weg. Ich glaube, das ist ja, weil sinnvoller. Das mit einem Baumstamm, mit einem liegenden, zu rund war. Vorsicht. Also ihr seht hier auch, es ist hier viel Geäst. Gut, jetzt ist auch Herbst. Da liegt ja noch mal ein bisschen mehr Laub, aber... Oh, Bernie. Ist so eine Spinne gerannt. Oh Gott, oh Gott. Pilze gibt es hier auch. Für die Pilzpfanne, ne? Ach, Mensch. So, nicht, dass hier noch jemand hinfliegt. Ja. Jetzt dachte ich erst im ersten Moment, da steht noch ein Auto neben uns. Ja. Ich sehe auch schon Gespenster hier. Vater Morgana. Wo können wir die Drohne steigen lassen? Oh, ja, hier auf dem Weg. Ja, genau. Gehen wir mal hier ein bisschen rein. Oh, jetzt wird Bernie euch hier zeigen, was er für eine schicke Drohne aber hat. Aber ich komm schlecht da rein, ne? Ja, komm. Da musst du auch mal ein bisschen hochfliegen. Das kann doch, wie viel Meter kann das hochfliegen? 100? 150, oder? 150? Mhm, glaub ja. Hier meinst du? Ja. Ab dafür. Hält mal einer kurz. So. Dann schauen wir mal. Ich hab dich lieb gehabt. vielen Dank für deine Arbeit. Wir sehen uns eventuell wieder. Der Abschiedsgruß. Der Abschiedsgruß. Mach ich noch mal kurz ein bisschen. Ein paar Aufnahmen für unsere. So. Ich weiß wirklich nicht, ob es hier. Hier ja, geht doch, das. Hier sieht gut aus, oder? Kannst es auch aus hier der Hand so starten. Das machen die Profis. Naja, schauen wir mal. Bye, bye. Ja, einmal jetzt 100 Meter hoch. 100 Meter, da muss ich ja irgendwie da durchkommen. Ja, klar. So. Aha. Aha. Und Bernie Aufnahme drücken, ne? Ja, ja. Genau. So, jetzt. Vorsicht! Hast du die Drohne im Blick? So, sie ist ja meckert schon rum. Hindernisse. Naja, ja, auch mal für das Geld muss das hier auch mal Hindernisse umfliegen. Updated.
So, was machen wir jetzt? Hoch. Meckert ihr jetzt so in den Baum oder was? Ja, ja. Die ist nur 20 Meter hoch. Ja, deswegen, du musst jetzt einmal... Ja, aber nicht durch die Äste, Kumpels. Also 30 Meter einmal hoch schießen. Weil wenn ich so hoch gucke, dann sehe ich sie irgendwann nicht mehr. Ja, du kannst ja immer auf den hohen Button drücken, dann kommt die ja von alleine zurück. Das ist ja das Geile an dem Teil. Jetzt hochschießen. Siehst du? Jetzt noch mal 10 Meter. Dann bist du genau über dem Wald. Genau, jetzt sieht es da schon cooler aus. Oh Gott, mir wird ganz schwindelig hier. Jetzt noch 10 Meter hoch und dann kannst du richtig... Ja, ja, David. Ich bin mutig, weil es ist okay. So. 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 Da sind wir. Jetzt sind wir wieder. Ja, wir waren jetzt, wo waren wir jetzt alle? An den Sickergruben waren wir. Genau. Sickergruben. Am Moor. Cleaning-Moor. Und jetzt sind wir in Briesen. Jetzt sind wir in Briesen und hier rechts von uns ist Edeka. Der hat aber heute leider geschlossen, weil... Feiertag. Das ist Feiertag. Mhm. Wusste ich gar nicht, dass in Brandenburg Feiertag ist. Ja, was gibt's zu sagen? Ich fand dieses Cleaning-Moor fand ich ganz interessant. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Und ich denke und hoffe, ihr seid zufrieden mit den Aufnahmen. Wie gesagt, wir haben uns Mühe gegeben, euch irgendwie zu zeigen, ob das dort möglich ist oder nicht. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr das theoretisch für möglich haltet. Ich würde sagen, für 1-2% reicht es aus. Ja. Aber wahrscheinlich ist es dort jetzt nicht unbedingt passiert. Aber, Von der Beschaffenheit des Bodens vor allem, ist durchaus möglich. Absolut. Weil er total weich ist. Mhm. Ja, und nicht nur stellenweise, sondern durchgehend eigentlich. Ja. Ne? Ja. Und wer sich da ein bisschen auskennt, sagt, oh, da ist doch, ne? Und, wie gesagt, alte Sträucher, alte kleine Baumstämme und so weiter, da mal erstmal provisorisch was abgelegt, oder? Ja, also möglich wäre es auf jeden Fall. Mit ein paar Sträuchern zugemacht und am nächsten Abend dann nochmal mit dem Auto dahin und dann im Lichtkegel quasi des Autos, der Autoscheinwerfer, dann nochmal den Rest erledigt. Mhm. Nicht ausgeschlossen, aber leider auch nur Vermutungen. Wir können es nicht beweisen. Mhm. Was die Sickergruben betrifft, da sind wir ja noch mal auch mit der Drohne auch noch mal drüber geflogen. Kann ich mir schwerer vorstellen, aber ist auch nicht komplett unmöglich. Ja. Und dann klingelt das Telefon. Meine Kollegin, ja. Ja. Ja, im Prinzip wollten wir das Video hier noch abmoderieren. Und wollten uns beide, würde ich sagen, auch bei Jule bedanken, dass sie sich hier die Zeit genommen hat. Ja, ganz Ortskundige, weil sonst hätten wir das hier, glaube ich, gar nicht so machen können. Nee. Und dann wäre es, glaube ich, auch nicht so spannend für euch gewesen, weil sie hat auch noch mal geguckt mit Karten, wo könnte das jetzt gewesen sein und was ist am wahrscheinlichsten. Und man kennt ja hier auch nicht jede Ausfahrt und du hier als Local hast das perfekt gemacht und danke nochmal. Ja. Ja, und jetzt sind wir nochmal am Überlegen, David und ich, ob wir nochmal Richtung Polen fahren. Genau, weil Bernie braucht Kippen. Ja, 25 Kilometer für die entgegengesetzte Richtung allerdings. Ja. Wie spät ist jetzt? Ja, wir machen das jetzt hier. 3:30. Ja, 8 Stangen darf man. Wie viel darf man jetzt haben? Nee, pro Person. Vier. Ja, dann hat er 8 Stangen, weil ich rauche nicht. Kann er alle haben. Ja, ja. Das aber ich denke jetzt halt nur an die Zeit. Wir haben jetzt, wie gesagt, 3:30. Wir brauchen eine halbe Stunde jetzt bis nach Das ist egal. Du darfst jetzt aussuchen. Dann sind wir um 4 frühestens da, bis wir da. Wir kennen uns ja selber. Oh, Polenmarkt, wollen wir schnell noch mal ein bisschen drüber gucken. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die aufhaben. Ne? Ich habe eher Hunger, aber die haben bestimmt heute ein bisschen länger auf.
Also ehrlich gesagt bin ich auch nicht, so scharf auf die Polen-Zigaretten, weil die sind von der Qualität her. Also ich würde sagen, wir fahren Richtung Heimat. So machen wir unterwegs das. Haben wir ja irgendwo eine Frittenbude gesehen. Genau, da essen wir jetzt noch eine Brandenburger Fritten. Genau. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, werden wir am Sonntag. Am Sonntag auf meinem Kanal und auf deinem und du wirst dann darauf reagieren. Genau. Und. Na, ich mache ja direkt, zeig's ja während der Live-Sendung. Genau. Ne? Genau. So machen wir das. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Oder ja. bis gleich bei mir zu Hause. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.